Paradies für Männer und Frauen. Für alle Paare. Hör gut zu, was ich sag. Ich seh egal, worin ich komm, Menschen gefangen in Beziehung, bei denen es geht und nix gehen würde und das trotz aller Bemühungen. Aber die meisten wollen es nicht wahrhaben, noch abwarten, beim alten Leben bleiben, statt neuen Gelegenheiten nachjagen. Ich weiß nicht warum, doch es scheint viele zu geben, die nach einem kleinsten Flirt schon meinen, es sei die Liebe des Lebens. Und sagt den Ladies, habt ihr grad Stress mit eurem Freund? Dann schickt den Penner zur Hölle und holt euch sofort einen neuen. Du solltest Schluss machen, obwohl ihr euch blendend versteht, wenn dieser Typ aussieht, als sei er von einem fremden Planet. Sein Outfit darauf schließen lässt, dass dieser weit hinterm Mond ist. Aber du denkst, dass du, weil er verloren hat, finderlos ist. Du weißt, es ist Zeit, die Beziehung zu beenden, wenn's so weit ist, dass du immer auf den gleichen Kleinigkeiten rumreitest, dich ständig streitest, aber verzeihst, obwohl du sogar weißt, der ganze Stress für so einen kleinen Scheiß ist ein zu großer Preis. Du solltest Schluss machen, wenn du neben deinem Freund liegst, gern Sex hättest und er sich unter der Decke einwickst. Mach Schluss, wenn ihn die Gegenwart verdrängt wegen der Vergangenheit. Mach Schluss, wenn er in Urlaub nach Dänemark mit einem Mann reist. Mach Schluss ganz ohne Grund, nur weil alle jetzt darüber reden. Oder du findest einen Grund, denn dies Lied hier bringt dich zum Überlegen. Und sag auch all deinen Freunden, dass sie Schluss machen sollen, bevor die Eulen sich vor Frustration noch Schusswaffen holen. Denn es gibt nun mal Fälle, in denen Menschen nicht zusammenpassen. Deshalb sag ich Schluss mit all den Krampfwaffen, Bekanntschaften, Beziehungen, Ehen. Ich will sowas nicht sehen, denn es gibt eine simple Lösung für dieses große Problem. Mach einfach Schluss, Mutti. Ich sehe egal, wohin ich komm, Menschen gefangen in Beziehung, bei denen nichts geht und nichts gehen würde und das trotz aller Bemühungen. Aber die meisten wollen es nicht wahrhaben, noch abwarten, beim alten Leben bleiben, statt neuen Gelegenheiten nachjagen. Ich weiß nicht warum, doch es scheint viele zu geben, die nach dem kleinsten Flasche meine, sei die Liebe des Lebens. Und sag den Typen, ist sie doch nicht die Frau deiner Träume? Ruf sie an und mach Schluss und dann besorg dir eine neue. Du solltest Schluss machen, wenn ihr beim ersten Treffen besoffen war und sich das ganze Nachhinein eher als Abschluss offenbart. Wenn ihr seit dem ersten Tag kein Wort mehr gesprochen hab, in der Sonntag zu zwei mehr Stress als jeder Wochentag. Mach lieber Schluss, wenn du zwar auf sie flash, wenn die Drogen nehmen. Doch vor deinen Jungs musst du dich für sie stets in Grund und Boden schämen. Du musst dich trennen, ich weiß, es ist hart, aber bring's hinter dich, wenn du noch tausend Frauen willst und sie ständig von Kindern sprich. Mach einfach Schluss, wenn du meinst, deine Frau behindert dich und du weißt, obwohl sie hübsch ist, innerlich stimmt was nicht. Genauso musst du dich trennen, wenn du rausfindest, du hast zwar eine Beziehung, doch weniger Sex als Singles. Okay, wenn du sie liebst, dann bleib mit dir zusammen. Aber damn, sie ist hässlich wie Maler Glenn. Du musst es doch mal erkennen. So fett, dass sie im Sitzen schwitzt, wie ich nach um 6 Tage renn. Und von dem zweiten Doppelkind hat sie fettige Haare hängen. Ich gebe es zu, auch ich hab meine Stimme gehört, die mir erzählen wollte, was zählt, sei der innere Wert. Aber scheiß drauf, Mann, die Frau, die meine Kinder gebärt, darf nicht so hässlich sein, dass sogar Sex von hinten nicht hören. Mach einfach Schluss, verdammt nochmal. Egal wohin ich komm, Menschen gefangen in Beziehung, bei denen nichts geht und nichts gehen würde und das trotz aller Bemühungen. Aber die meisten wollen es nicht wahrhaben, noch abwarten, beim alten Leben bleiben, statt neuen Gelegenheiten nachjagen. Ich weiß nicht warum, doch es scheint viele zu geben, die nach dem kleinsten Flirt schon meinen, es sei die Liebe des Lebens. Und sag es nochmal allgemein für die Jungs und die Mädels, mach lieber jetzt Schluss, bevor es irgendwann zu spät ist.